In Ihren Forschungen und Publikationen haben und setzen Sie sich ja immer wieder mit der Konstruktion von Männlichkeit auseinander. Wie sind Sie denn dazu gekommen, die Forschung über Männlichkeit zu dem Thema zu machen, was Sie stetig begleitet und umtreibt? Das ist eine etwas ältere Geschichte aus den 1990er Jahren bei mir. Einmal haben wir eine, ich komme hier von der Psychologie bzw. Sozialpsychologie in Hannover her, und an unserem Institut hat sich eine Frauen- und Geschlechterforschung etabliert. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, der Forschungshintergrund. Und in den 90er Jahren ist dann bei mir das Thema Männlichkeit in den Mittelpunkt gerückt, im Kontext der Erfahrung mit den furchtbaren sexuellen Gewalt, Übergriffen und Vergewaltigungen unter Kriegsbedingungen in den Kriegen in Ex-Jugoslawien. Und da gab es ja eine breite Diskussion über Massenvergewaltigungen unter Kriegsbedingungen oder im Krieg, und fing da an, und da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Gleichzeitig fing im sogenannten zivilen Gewaltdiskussion fing die Diskussion über Pädophilie und sexuelle Übergriffigkeit an. Also es ging sehr viel eigentlich, und das ist auch eine Tradition in Hannover, um den Fokus Gewalt. Also die Frage, die wir uns bei uns eigentlich immer gestellt haben und die ich auch von meinen akademischen Lehrern und Lehrerinnen auch immer wieder sozusagen mit auf den Weg gekriegt habe, ist im Prinzip ganz schlicht und einfach in der Sozialpsychologie die Frage, warum tun sich die Menschen das an, was sie sich antun? Und in diesem Fall vor allen Dingen, was sind die Motivkräfte, was bringt Männer dazu, sexuell übergriffig zu sein? Und darüber bin ich auf die Frage gekommen, ja, was ist Männlichkeit eigentlich, wie konstituiert sie sich? Die Männlichkeitsforschung gab es zwar schon ansatzweise aus den USA, aber eben auch ganz viele schiefe Entwicklungen. In der Zeit war dann sehr prominent diese sogenannte mythopoetische Männerbewegung um den Blei, die Eisenhans-Interpretation, Grimms Märchen und andere Dinge auch. Aber so eine ernsthafte, im Zusammenhang mit den Man-Studies gab es inzwischen aus dem angloamerikanischen Raum, eine Männlichkeitsforschung, und die begann eigentlich erst sich langsam so allmählich zu etablieren, aber eben in Deutschland, also in Europa und vor allem auch in Deutschland, aber vor allen Dingen eben als eine soziologische Untersuchung. Mich interessierte die psychologische oder sozialpsychologischen Aspekte daran, was ist Männlichkeit, wie wird sie konstruiert und wie kommt es vor allen Dingen zu einer Verbindung von zwei Elementen, die damals schon anfingen, ein bisschen aus dem Gesichtsfeld zu verschwinden, nämlich wie hängt Gewalt mit Sexualität zusammen. Zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich auf ein Bild schauen, was ein Bild von einer bestimmten Männlichkeit, nämlich von dem Bild des Mannes in der Krise. Ein Bild, welches ja vielleicht auch so ab Ende der 90er, vor allen Dingen in den 2000ern, immer wieder reproduziert und diskutiert wurde, sei es in öffentlich-rechtlichen Medien oder auch in wissenschaftlichen Forschungen. Der verunsicherte Mann, das neue gebrechliche Geschlecht, der Mann in der Krise. Was ist denn das für ein Narrativ? Da überlagern sich ja offensichtlich mehrere Narrative, oder dieses Narrativ versucht ja eine Antwort darauf zu geben, wie kommt es, dass offensichtlich es empirisch schon so gewesen zu sein scheint oder immer noch so ist, das ist ja eher noch verstärkt, dass Männer sich verunsichert fühlen, dass sie versuchen, eine Erklärung dafür zu finden. Und dieses Narrativ Mann in der Krise ist dann zu seinem Topos geworden, was federführend aufgegriffen worden ist, sofort von überregionalen meinungsbildenden Medien, also die Zeit, Fokus, die FAZ und so weiter, teilweise in den Fernsehmedien, Fernsehen auch, aber vor allen Dingen in den Druckmedien aufgegriffen worden, als wurde richtig zu einer Art Schlagwort der Zeit. Die Verunsicherung des Mannes, die Erzählung geht dahin, dass der Mann im Prinzip ja gut gemeint und guten Willens ist, die traditionell althergebrachte Rolle abzulegen, des überlegenen Mannes, des dominanten Mannes, die klassische männliche Rolle abzulegen, und aber nichts an diese Stelle tritt oder nichts an diese Stelle getreten ist, was irgendwie allgemein gesellschaftlichen Konsens und Zustimmung und auch von den Frauen honoriert wird. Und da zeichnet sich schon ab, dass dieses Narrativ immer versucht, eine Antwort zu geben auf die Herausforderungen, die mit dem Feminismus in der Frauenbewegung verknüpft sind. Es gab ja unabweislich eine ganze Reihe von Fortschritten
in den geschlechterpolitischen Fragen, die durch den Einfluss der Frauenbewegung und des Feminismus erreicht und erzielt worden sind, also in den letzten Jahrzehnten. Und das hat dann zu dieser allgemeinen, angeblich zu der allgemeinen Verunsicherung geführt. Das Problem ist halt, dass dieses Narrativ in der Regel in eine Sackgasse insofern läuft oder gelaufen ist, als jetzt die Frauen und die Frauenbewegung und der Feminismus insgesamt und pauschal für alles Elend der Männer und der ganzen Welt verantwortlich gemacht werden. Das ist ja auch eine Erzählung, die sehr populär in der politischen Rechten ist und worauf ich dann gerne auch nochmal zu sprechen kommen würde. Sie hatten das schon angesprochen, dass in rechtlichen Gleichstellungsfragen da Fortschritte erzielt wurden für Frauen, aber inwieweit hat sich das denn, hat das denn wirklich das Geschlechterverhältnis verändert, beziehungsweise inwieweit befindet sich der Mann, der ja da in diesem Bild auch ein weißer, mittelständischer, europäischer Mann ist, tatsächlich in der Krise und wird davon bedroht? Also ich spitze das eigentlich immer gerne auf die These zu, der Mann ist nicht in eine Krise geraten, sondern Männlichkeit ist grundsätzlich ein krisenhafter Zustand. Also wenn man sich genau anguckt, wie Männlichkeit hergestellt wird, wie sie sich entwickelt, wenn man sich davon ausgeht, sie ist von Geburt angegeben, dann braucht man gar nicht mehr weiter zu diskutieren. Dann und muss nur lernen, der Mann seine angeborenen, geprägten, genetisch geprägten und vorprogrammierten Entwicklungen und so weiter versuchen zu verlassen. Wenn das so das Narrativ ist oder der Hintergrund des Narrativs, braucht man nicht weiter zu diskutieren. Wenn wir davon ausgehen, Männlichkeit ist ein Konstrukt und sie wird hergestellt, dann ist dieses Doing Masculinity im Rahmenprozess dieser Herstellung ein eigenmächtiger, eigentätiger Prozess, der entsprechend ganz bestimmter kultureller und gesellschaftlich sehr tief auch bis heute verankerter Narrative und Erzählungen und Anweisungen und Normen läuft. Das läuft nicht auf einer oberflächlich rein bewusstseinsmäßig und kognitiv verhandelbaren Ebene. Deswegen ist es auch nicht so leicht, wie sich viele vorgestellt haben, man kann durch ein Rollenlernen alternative Rollenmuster einnehmen und ein anderes Männlichkeitsbild entwickeln. Es sitzt viel tiefer. Es ist sehr unbewusst, sehr verankert bei den Einzelnen in der Herstellung von Männlichkeit. Jedenfalls, wir reden von Gesellschaft mit einer männlichen Vorherrschaft und männlichen Dominanz. Und das muss man dazu immer sagen und immer im Auge haben. Und das ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt daran. Die ganze Rede von der Krise des Mannes, die durch die Verunsicherung, durch die Frauenbewegung entstanden worden ist und der nicht genau weiß, wie soll er jetzt rauskommen und ein neues Modell entwickeln, was gesellschaftlich kompatibel und akzeptiert wird, auch von den Frauen, ist ein dummes Gerede, solange da unterschlagen wird, etwas, was es immer noch gibt, trotz aller Modernisierung, nämlich eine Persistenz, also eine Aufrechterhaltung und eine Kontinuität im Grunde immer noch der klassischen Geschlechterverhältnisse, dass sich da nach außen sehr viele Modernisierungsschritte sich ergeben haben in gleichstellungspolitischen Fragen, soll überhaupt nicht bestritten werden. Aber grundlegend an dem Verhältnis der Geschlechter und der Bewertung der Geschlechter untereinander, also das heißt, dass die Differenz Mann-Frau noch das zentrale Differenzkriterium in Geschlechterfragen gesellschaftlich und politisch darstellt, und dass insbesondere auch das mit Bewertung verbunden ist, also eine Auf- und Abwertung, eine Aufwertung des Männlichen und latent bis offen und eine Abwertung des Weiblichen, ist etwas, was unbestreitbar bis heute Gültigkeit besitzt und wir deswegen erstens von einer Persistenz reden, also von einer Kontinuität dieses klassischen Verhältnisses von Unter- und Überlegenheit und gleichzeitig von immer wieder neuen Gegenkräften gegen die Gefahren, die drohen, wenn die Modernisierung überhand nimmt, wenn es plötzlich wirklich zu einer Gleichstellung kommen würde oder nicht Gleichberechtigung kommen würde. Und diese Gegenbewegungen zeigen sich im modernen Gewand immer wieder. Und diese ganze Krisendiskussion und das Lamentieren und der Versuch, wie wir dieser Krise begegnen, erscheint auch immer wieder in einem neuen Mantel sozusagen. Ob das nun die männerrechtliche Bewegung ist, also Maskulisten sind, ob das die Bündnisse und die Verbindungen und Berührungspunkte mit rechten Männlichkeitsformationen sind, Vorstellungen sind, die ja sehr stark ins Völkische übergehen und mit der Nation, mit dem Nationalismus kooperieren. Da gibt es verschiedene Varianten davon. Es gibt auch eher private Varianten und es gibt auch die schreckliche Varianten, aber das wichtigste Indiz dafür, dass wir von dieser Kontinuität reden müssen, von ungleichen Geschlechterverhältnissen, ist die nach wie vor hohe Zahl, die unverändert hohe Zahl
empirisch gesehen und statistisch gesehen von sexuellen Gewaltverhältnissen. Sexualisierter Gewalt und sexueller Gewalt. Und die sind für mich ein Indiz dafür, dass wir weit davon entfernt sind, so modern zu sein, wie wir immer geglaubt haben. Oder viele vorgeben, dass wir angeblich schon so weit gekommen sind, dass nur noch so ein paar Eckpunkte erreicht werden müssen. Also ein bisschen Gleichstellung, ein bisschen bessere Bezahlung der Frauen für gleiche Arbeit und ein bisschen Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch den Männern und mehr Erzieher in die Kitas und so weiter. Und mehr Frauen vielleicht in gesellschaftliche und ökonomische Führungspositionen, wissenschaftliche auch, nicht Universitäten, das ist ja überall noch so. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir komplett sozusagen die Gleichstellung erreicht. Nein, sagen jetzt die Männer, die glauben, dass sie in der Krise geraten sind und sich in guter Gesellschaft fühlen mit anderen, die so ähnlich denken. Deswegen gibt es auch die Überschneidung zur rechten Szene, weil die ähnlich argumentieren immer wieder. Die glauben, nein, das Gegenteil ist der Fall, der Feminismus hat längst gesiegt und hat alle gesellschaftlichen Einrichtungen inzwischen okkupiert und dominiert das gesamte politische Geschehen. Und die Männer sind im Grunde die Verlierer dieser Entwicklung. Die Jungen sind abgehängt, die Väter sind entsorgt und die Männer sind insgesamt die Verlierer dieser gesamten Emanzipationsentwicklung. Und deswegen muss das zurückgefahren werden. Das ist eines dieser Gegenbewegungen, die Reaktualisierung und die Reetablierung wieder des Alten zurück, wieder zum alten Familienmodell mit männlicher Vorherrschaft wollen. Sie haben von männlicher Vorherrschaft gesprochen und das Konzept der hegemonialen Männlichkeit beschrieben, wo ja eine Hierarchie der Geschlechter festgelegt ist in diesem Konzept, in dem der Mann gegenüber der Frau als das überlegene Geschlecht gilt. Und aber innerhalb der Binnenidentität des männlichen Geschlechts gibt es ja auch Unterschiede. Also nicht jeder Mann gleicht sich. Und die Frage, die ich mich da so ein bisschen stelle, ist, warum denn das Geschlecht so zentral für die Herausbildung einer Identität ist, die so zwangsläufig bestimmt für die jeweilige Person ist und die sie so zwangsläufig gesellschaftlich einordnet. Weshalb ist das so? Das sind eigentlich mehrere. Also diese Frage hat eigentlich mehrere Anteile. Einmal ist es eine allgemeine Frage, warum gibt es so eine Sehnsucht nach identitätsstiftenden Konstruktionen, nach identitätsstiftenden Vergemeinschaftungsformen. Das sind ja im Prinzip Gemeinschaftsbildungsprozesse, loyalitätsstiftende Gemeinschaftsbildungsprozesse von Leuten, die sich von Menschen, die oder die Gruppen bilden und die glauben, dass sie in welcher Hinsicht auch immer eine nationale, religiöse, ethnische oder so nicht gemeinsame Identität haben. Und da spielt, also das ist das eine, das ist nicht das sozialpsychologisch grundsätzlich Relevante. Und dem müssen wir, wenn wir das angucken, was im Namen des Identitären, also es gibt ja eine Gruppierung, die sich selbst sogar so nennt, nicht? Also da kommt das ja zum Ausdruck dann auch, wie stark das mit rechtspolitischen Vorstellungen verknüpft ist, mit der Idee von Überlegenheit und von Entwertung von anderen Gruppierungen, die nicht dazugehören. Also wie stark dieser Mechanismus von Exklusion und Inklusion, also Eingliederung und Zugehörigkeit und Ausschließung und Exkludierung mit dazugehörig ist. Das heißt eigentlich konstitutiv ist für alle diese Identitätsbildungs, identitätsstiftenden Sehnsüchte und ihre Prozesse, die das versuchen herzustellen. Deswegen verwende ich auch nicht mehr den Begriff der Identität, auch also was ich in den 90er Jahren noch gemacht habe. Sondern das ist eine Sehnsucht, ein Wunsch, der eigentlich nie zum Ende kommt und der immer eine Homogenität versucht zu erreichen durch Reinigung von dem, was als störend erlebt wird. So, dieser gleiche Mechanismus, das haben wir auch beim Konstrukt der nationalen Identität, das haben wir bei der völkischen Identität ganz besonders bei dieser Sehnsucht. Also das Volk möge eins sein mit sich, in sich, alle Unterschiede mögen verschwinden, es gibt keine Klassengegensätze mehr und keine sozialen Konflikte und alle bilden eine gemeinsame Identität, was nur über den Preis zu erreichen ist, der letztlich der Ausschließung, der Verfolgung und notfalls, wenn das nicht reicht, auch der Vernichtung derjenigen, die nicht dazu gezählt werden. Das haben wir bei uns in Deutschland besonders am historischen Vorbild des Nationalsozialismus erlebt, in der Idee der Volksgemeinschaft. Das sind die Fallstricke dieses Identitätsbegriffs. Deswegen finde ich es gefährlich, von Identität zu reden. Wenn wir auf Geschlecht jetzt kommen dabei, dann ist es im Prinzip ein ähnlicher Prozess. Der Wunsch, den Männern oder dem männlichen Genusgruppe anzugehören, bringt Vorteile. Das Konstrukt das Modell der Hegemonialmännlichkeit hat ja dafür, also von Cornell, die hat ja den Begriff dieser patriarchalen Dividende dafür
herangezogen oder entwickelt, nicht, und gesagt oder geprägt, nicht, die sagt, dass eigentlich in dieser Binnenhierarchie innerhalb der Genusgruppe der Männer auch die Männer, die auch noch sozusagen auf der untersten Stufe stehen, immer noch ein Privileg haben: sie sind ein Mann und sind keine Frau. Und das verbindet sie miteinander. Und die können untereinander, das kann jetzt eine ganz strenge Hierarchie sein und es kann Machtkonflikte geben und so weiter und Unterdrückung und Abhängigkeiten, alles Mögliche. Aber die Männlichkeit zieht sich sozusagen aus dem Sumpf selber an einer Idealvorstellung wieder heraus, sie sind Teil des überlegenen Geschlechts. Und das bringt eine Entschädigung oder eine Kompensation für alle gesellschaftlichen Unbillen und sonst wie. Und Zurücksetzung, Beleidigung, Kränkung und was weiß ich, was da alles so zusammenkommt. Das ist ja diese Grundidee, dass es sowas wie eine patriarchale Dividende gibt. Alle eint eine Tatsache, nämlich sie sind Teile der Genusgruppe der Männer und haben deswegen eine männliche Geschlechtsidentität. Also bei den Homosexuellen sind sie sich nicht so ganz sicher. Nicht, die stehen ja auch dann sozusagen auf der untersten Stufe, ob man die überhaupt noch dazu zählen sollte. Das, glaube ich, da müsste man darüber diskutieren. Da bin ich so oft so behandelt sein, als würden sie nicht mehr dazugehören. Und das muss man jetzt auch deutlich machen. Deswegen gibt es die Übergriffigkeit und die Gewalt. Aber im Prinzip einig, dass die Männer, dass sie das haben. Und das wollen die sich auch nicht streitig machen lassen. Und das ist sozusagen die letzte Bastion. Also das Festhalten daran, dass es so ein identitätsstiftendes Modell, ein Moment gibt, was mit dem Konstrukt Männlichkeit zu tun hat und wo man sich sozusagen schadlos halten kann an allen anderen gesellschaftlichen Zurücksetzungen, Frustrationen und Beleidigungen, Kränkungen im privaten Raum und so weiter. Männlichkeit als ein identitätsstiftendes Modell, das spielt auch eine zentrale Rolle für die politische Rechte. Das haben Sie auch immer wieder angesprochen. Man kann da ja auch so Beispielheft zum Beispiel Björn Höcke nennen, der da 2015 in einer Rede konstatierte, dass Deutschland und Europa seine Männlichkeit verloren hätte und dazu aufrief, dass die Männer ihre Männlichkeit wieder zu entdecken müssen, um wehrhaft sein zu können. Oder aber Hagen Grell, ein rechter YouTuber, der den Feminismus als Ursache für die Verweichlichung und die Passivität der Männer verantwortlich macht und Männer aufgrund eben des Feminismus nicht mehr die starken Krieger sind, die Natur des Mannes wäre, sondern eben zur zahmen Hauskätzchen verkommen. Oder wie Sie auch schon gesagt, die identitäre Bewegung, deren Männlichkeitsideal sich ja an einem soldatischen Mann orientiert. Ja. Sie beschäftigen sich mit Männlichkeit und Gewalt und wie ordnen Sie denn diesen Ruf nach dem Mann als Krieger ein und welchen Platz nimmt denn in diesem Drohszenario feministische Bestrebungen ein? Also in der Wahrnehmung derjenigen, die das vertreten, und es sind nicht wenige und es sind auch eher mehr geworden und es gibt auch eine Tendenz oder einen Trend, dass das auch verstärkt wieder auftritt. Es gibt Untersuchungen zum Beispiel in der Bundeswehr, dass dieses klassische soldatische Männlichkeits- oder Kriegerbild wieder eine Renaissance erfährt und damit auch wieder Weiblichkeit abgewertet wird, stärker noch als ungefähr 10 Jahre vorher. Die erste Untersuchung war 2004, also einige Jahre nach dem Eintritt der Frauen, also der Möglichkeit des Eintritts, massenhaft ist das ja nicht passiert, in alle Verbände, auch in Kampfverbände und so weiter hinein. Und 10 Jahre später gibt es eine Renaissance wieder dieses Kriegerbildes, dieses archaischen Kriegerbildes, stärker zumindest im Vordergrund. Das ist die soldatische Männlichkeitsbild und eher eine Abwertung von Weiblichkeit zu verzeichnen bei einer Wiederholungsuntersuchung innerhalb der Bundeswehr. Und interessant ist, dass inzwischen sind die Auslandseinsätze erfolgt. Und Auslandseinsätze, Kriegserfahrungen, Todeserfahrungen, Todesangst und so weiter dienen offenbar sehr stark dazu, dass dieses Kriegerbild, dieses archaische Kriegerbild wieder verstärkt wird. Und wir haben das aber insgesamt in der Gesellschaft auch, diese Renaissance ein Stück weit, was wieder auftaucht. Und zwar insbesondere mit dem Erstarken des Rechtsextremismus und des Rechtspopulismus. Diese Verbindung, die ein ganz ähnliches, und Sie haben in Höcke ja erwähnt, bei den Identitären ist es auch ähnlich, in der Rechten ja sowieso, nicht diese starke Männlichkeit, die eigentlich die Fäden in der Hand hat und die vor allen Dingen eine kriegerische Männlichkeit sein muss. Und was heißt kriegerisch? Kriegerisch heißt abwehrbereit.
Das heißt, die Männlichkeit ist immer wieder dieser gleiche Ausgangspunkt dieses gleichen oder ähnlichen Narrativs, was es in vielen Varianten gibt. Die Männlichkeit ist bedroht, so wie Höcke das zum Ausdruck gebracht hat. Und das ja gleich sozusagen ins große nationale, ja fast auf Europa nicht bezogen hat. Wir müssen unsere Männlichkeit wieder, und bei Hagen Grell war das ja ähnlich, nicht wiederentdecken, wieder. Weil nur wenn wir sie wiederentdecken, werden wir wehrhaft, nicht? Und nur wenn wir wehrhaft sind, dann können wir uns gegen den großen Bevölkerungsaustausch, gegen die Einwanderung, gegen die Invasion dieser Fremden zur Wehr setzen und können auch, und das ist ja die Idee hinter Hagen Grells skurrilem Video, also was ja vollkommen aberwitzig ist, er mit seinem Feinripp-Unterhemd im Badezimmer, wo er sich selber filmt, da am Spiegel, das ist ja völlig, und redet dort von den großen, starken Bären, die deutschen Männer einmal gewesen sind und jetzt eben genau in die zahmen Hauskätze verwandelt worden sind durch den Feminismus, immer das gleiche Bild wieder durch den Feminismus und die Frauenbewegung. Da steckt ja so das Bild dahinter. Ja, es ist schlimm, dass so viele, natürlich deutsche blonde Frauen, auf der Domplatte in der Silvesternacht sexuell übergriffig behandelt worden sind. Aber so die unterschwellige oder offene Botschaft bei ihm, im Prinzip haben sie selber Schuld, denn ihr habt ja dafür gesorgt. Das heißt, dieses kriegerische Modell der Männlichkeit ist eine abwehrbereite Männlichkeit, die gegen Bedrohungen zu kämpfen hat und sich zur Wehr setzen kann. Um gegen anstehende Bedrohungen sich zur Wehr zu setzen, muss dieses kriegerische Männlichkeitsideal wieder reetabliert werden oder angerufen werden. Und da gibt es diese Verbindungsschiene auch zwischen Rechtsnationalisten, Rechtspopulisten und sogenannten Rechtspopulisten der maskulistischen Bewegung und den Antifeministen, Strömungen verschiedenster Couleur, dass es immer um die Abwehr einer großen Bedrohung, einer großen Gefahr geht. So wird alles, kann alles begründet werden, nicht? Also stehen da die Invasoren, stehen da und scharren mit den Hufen und die Frauen bedrohen die Integrität des Mannes und damit den Untergang und alles läuft nur noch irgendwie zusammen und dagegen muss man sich zur Wehr setzen. Und zur Wehr setzen heißt, Notwehr ist gerechtfertigt und jedes Mittel ist legitim. Und das ist der Kern der Botschaft und dazu braucht man sozusagen eine kernige Männlichkeit, also eine tüchtige, kriegerische Männlichkeit, die stark genug ist und Mittel genug hat, mit anderen zusammen sich gegen diese Angriffe zu wehren. Das ist dieses Notfall- und Notwehrargument, was es in der Rechten ja immer schon als national schützendes Narrativ immer schon gegeben hat. Jetzt ist schon eine Woche vergangen, seitdem hier in Halle der rechtsradikale Stefan Balit ein Massaker in der jüdischen Synagoge anrichten wollte. Nachdem ihm dies missglückte, erschoss er zunächst Jana L., die gerade zufällig zugegen war, sowie Kevin S. in einem nahegelegenen Dönerladen. Der Täter handelte aus einer zutiefst antisemitischen, rassistischen Ideologie heraus, aber auch Antifeminismus durchzieht. Die rechte Gewalttat, die sich hier in Halle ereignet hat, so benannte der Täter in dem Live-Video von seiner Tat den Feminismus als sein klares Feindbild, welcher schuld an einer niedrigen Geburtenrate sei und wiederum zu einer vermeintlichen Masseneinwanderung geführt hätte. Welche Rolle spielt denn Ihrer Meinung nach Männlichkeit bei dem Anschlag, der da in Halle stattgefunden hat? Der Täter, also was man über ihn sagen kann, ist ja offensichtlich so, dass er sich, ja, dass er eigentlich in Anführungszeichen das, was immer als Versager gilt, sich auch so empfindet. Nicht, der überall gescheitert ist im Prinzip. Also der hat so viele Zurücksetzungen erfahren. Er wird auch keine Freundin gehabt haben, wenn ich richtig informiert bin. Er hat bei den Mädchen keine Punkte gemacht. Er hat wahrscheinlich ständig Körbe gekriegt. Gleichzeitig ist er beruflich sozusagen gescheitert. Nicht, er ist eigentlich immer gescheitert. Er schafft ja noch nicht mal in Anführungszeichen, Gott sei Dank, muss man sagen, bei diesem Video, was man kennt, diese Passagen, dass er selber während des Vorgangs, wo er sich selber filmt, er filmt sich ja als leibhaftigen Versager, der es noch nicht mal schafft, diese Waffen irgendwie richtig zum Funktionieren zu bringen. Also selbst da scheitert er ja. Er scheitert ja sozusagen bei allem. Also eigentlich tendenziell ein Versagensgefühl, was er ganz stark rüberbringt. Dieses Versagensgefühl, und das ist das große Problem, weshalb wir immer wieder den Finger in die Wunde legen müssen, dass wir noch ungeklärte Fragen in der nach wie vor Aufrechterhaltung von hierarchischen und asymmetrischen Geschlechterbeziehungen bei uns Verhältnissen haben, und wir da immer auch das Augenmerk drauf richten müssen, ist, dass diese Art von subjektivem Versagensgefühl als Männlichkeitsversagen, als
Einbuße an Männlichkeit, als Verlust an Männlichkeit, als Kränkung der Männlichkeit erlebt wird. Und der Versuch jetzt durch eine gigantische große Tat, also eine terroristische Tat, das wiederherzustellen, dient immer auch dem Zweck der Wiederherstellung einer beschädigten, geschädigten, verletzten oder verloren gegangenen Männlichkeit. Und das ist bei ihm ganz deutlich offensichtlich. Sonst würde er nicht auf den Feminismus kommen, den er für verantwortlich macht. Da taucht ja bei ihm eine Variante dieses Narrativs auf. Feminismus und Frauenbewegung sind schuld an meinem persönlichen Elend, am Elend der Männlichkeit, am Elend der Männer und so weiter. Das, glaube ich, ist, kann man ganz eindeutig sagen. Das heißt, immer wenn es zu gesellschaftlichen, vermittelten, privaten, persönlichen Krisen kommt und so weiter wird oder kann das als Krise der Männlichkeit erlebt werden. Das geht bis in kollektive Zusammenhänge hinein, wo man sagen kann, dass auch Krieg, dass das Führen von Kriegen unter anderem auch immer dem Ziel dient. Deswegen wird diese militarisierte kriegerische Männlichkeit immer so wichtig, diese Anrufung und die Herstellung dieser kriegerischen, abwehrbereiten Männlichkeit so wichtig, dient immer auch dem Ziel der Wiederherstellung einer aus den Fugen geratenen Männlichkeit und Geschlechterordnung. Und was er macht, ist im Prinzip sowas wie im Kleinen, also im Privaten, ein Privatkrieg, den er führt, den er im Kopf längst schon geführt hat oder längst führt und dann sozusagen in dieser virtuellen Realität eh schon lange geführt hat. Und irgendwann ist der Funke umgesprungen und der Übergang, was ich immer noch rätselhaft finde, vom Gedanken zur Tat oder von, die Leute machen sich das, viele machen sich das so einfach, die Kommentatoren, die gesagt haben, nicht, dass Rechtspopulismus bietet den Nährboden und bieten die Worte und jetzt setzt er das in die Tat um. So einfach ist das nicht. Also da gehören noch einige psychologisch wichtige Zwischenschritte dazwischen, Verarbeitungsmuster, wie jemand dazu gebracht oder sich eben so in eine Enge gedrängt fühlt, dass er tatsächlich diesen Sprung, diesen Übersprung vom Gedanken zur Tat oder von dieser Fantasie, ich zerstöre die ganze Welt, um selber nicht um mich zu rächen oder irgendetwas ähnliches. Da hat er ja große Vorbilder, nicht bei den Schulamokläufen etwa in Columbine und auch in Deutschland noch der letzte große in Winnenden 2009. Und interessant ist, dass bei diesem letzten Fall Winnenden und auch in Columbine und auch bei fast allen, wenn man es genau untersucht, immer auch diese Frage der Zurücksetzung als heranwachsender Mann, eine Kränkung und Einbußen an der Männlichkeit, die nicht richtig ausgelebt werden, erfahren wird. Und das mit zu dieser kriegerischen Mobilisierung einen ganz, ganz großen Beitrag bei hat, was wir übrigens ja auch bei Anna Spering-Breivik in Norwegen bei dem Attentat gesehen haben, dass das eine große Rolle spielt. Das ist leider in der Kommentierung auch oft immer untergegangen, aber in seinem Manifest spielt genau der Antifeminismus und eine ganz große Rolle, wenn er etwas schreibt, dass Frauen, solange wie sie uns Männer nicht wieder in unsere alten Rechte und Positionen bringen lassen, das alte Patriarchat nicht wieder entstehen darf und in strahlendem Glanze wieder entstehen darf, hat man das Recht, Frauen in Konzentrationslager zu stecken. Oder wie die Incels sagen, nicht diese unfreiwillig zur Libertären sagen, dann hat man das Recht, dann darf man sie auch erschießen oder umbringen. Dahinter steckt immer die Idee von geknechteter, unterdrückter, gefährdeter, in Frage gestellter Männlichkeit, die durch eine gigantische Gewalttat versucht, wiederherzustellen. Und damit, das ist dann das Wahnkonstrukt dabei vielleicht auch die Welt zu retten oder die Verhältnisse wiederherzustellen, wie sie eigentlich sein müssten. Und bei dem Attentäter in Halle ist das ja ganz deutlich geworden. Und ich hoffe, dass das nicht aus der Aufmerksamkeit der Medien verschwindet. Diese Linie, die er zieht, das ganz klar ist für ihn, es ist der Feminismus, es sind nicht nur die Muslime, sondern es ist der Feminismus, der dafür gesorgt hat, dass die Frauen den Männern verweigern, was ihnen zusteht, nämlich die Incels sagen, es ist vor allen Dingen Sex. Der Attentäter aus Halle sagt, es steht ihnen vor allen Dingen, steht den Männern zu, dass die Frauen ihnen genug Kinder zur Welt bringen. Und das verweigern sie unter dem Einfluss des Feminismus. Dadurch kommen die Invasoren, die muslimischen Invasoren rein, die ja irgendwie Kinder kriegen wie Karnickel offensichtlich. Das hat ja Sarrazin schon bewiesen, 2010 mit seinem Bestseller. Und hat damit ja den Boden bereitet für dieses Grundmodell dann und haben dafür gesorgt, dass es zu dieser Umvolkung kommt. Spannend ist daran, wenn dieser Gedanke konsequent zu Ende gedacht wird, braucht man irgendeinen Drahtzieher, der dahinter steht, der die Fäden in der Hand hat. Und das ist interessant, dass dann der Antisemitismus erscheint. Also weil das ist dann sozusagen das absolut Böse, was hinter allen diesen Verwerfungen und Entwicklungen und Prozessen steht. Und das ist dann der Jude, Soros oder irgendjemand, nicht der, die Wall Street Kapitalisten, die dann die Fäden in der Hand halten und das Ganze steuern und das Ganze in Gang setzen. Also selbst die Frauen und die Frauenbewegung, der Feminismus, ist eigentlich nur noch eine Marionette in den Händen der dahinterstehenden Juden. Und da kommt dann das Bild sozusagen auf seinen extremen, radikalen Kern der absoluten Feindbildung. Und das ist der Antisemitismus.
in der rechten Ideologie, also eine Verzahnung von Anti-Feminismus, Rassismus und Antisemitismus ist da zu Ganz finden. Ganz genau. Wobei der Antisemitismus immer noch sozusagen eine besondere Position oder eine besondere Funktion hat irgendwie da dran, nicht? Also wenn man so den größten Schurken, das absolut Böse, nicht so ähnlich wie in den Konstruktionen, in den antisemitischen Konstruktionen der Nationalsozialisten, der Jude als Inkarnation des absoluten Bösen, des absoluten Feindes. Ist nicht einfach nur irgendwie, es sind nicht die Schmuddeligen, in Anführungszeichen, nicht Zigeuner oder irgendwie nicht die immer schon elendig gewesen waren, sondern sie vereinigen alles, was sozusagen Hass in den Augen der Nazis gewesen war, nämlich absolut gegensätzliche Elemente, Reichtum und Armut, Intellektualität und Hintertriebenheit, Geschäftssinn, Reichtum und den Marxismus und gleichzeitig den Kapitalismus. Also nicht lauter widersprüchliche Elemente, alles, was verpönt ist, was irgendwie für das Übel verantwortlich gemacht werden soll, wird personalisiert und pauschal in einer Gruppe oder einer Person festgemacht und untergebracht und dann auf den Juden zurückgeführt. Deswegen ist das nochmal ein anderer Typ von Feindbildung, als wir es in der Muslimenfeindschaft oder in klassischen Feldern des Rassismus dann haben. Und das zeigt sich bei dem Attentäter in Halle ja auch so ein bisschen, nicht? Dass hinter allem diesen Strömungen gegen Muslime, diese Umvolkung, die Unterwanderung, die Invasion, die Schädigung des Mannes durch die Frau und so, dahin stecken die Juden. Und deswegen galt den Juden sein stärkster ursprünglicher Hass und sein Wunsch daran entzündet, dann so viele Juden wie möglich bei dem Fest in der Synagoge umzubringen. Dem Attentäter von Halle, wie auch Björn Höcke oder vielleicht auch dem Bild von dem Mann in der Krise, dem ist gemein, das Festhalten an einer hierarchischen Geschlechterordnung und an einem Konstrukt von Männlichkeit. Die Herausbildung von Geschlechtsidentitäten, das ist eine Geschichte der Gewalt, die sich in die Biografien der Einzelnen einschreibt. Wie könnte denn da ein Ausweg aussehen hin zu gleichberechtigten, befreiten Subjekten? Ja, dann hätte ich, glaube ich, einen Bestseller gefunden, wenn ich das wüsste. Oder irgendwo einen Preis gewonnen, vielleicht, keine Ahnung, ob man das. Es ist ganz schwer, da Rezepte. Also ganz schwer, also Rezepte sowieso nicht, aber es ist ganz schwer, finde ich, das irgendwie ganz klar zum Ausdruck zu bringen. Also grundsätzlich oder abstrakt kann man das natürlich vor diesem Hintergrund, vor dem, was wir jetzt angesprochen haben, schon sagen. Also es muss offensichtlich Druck aus dem Kessel raus. Also es muss Druck von den Männern, die genommen werden, von vielen Frauen auch. Also es sind ja nicht nur die Männer, viele Frauen spielen ja auch mit in der Aufrechterhaltung dieser Verhältnisse. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Dabei ein Umdenken stattfinden, aber das Denken alleine reicht nicht. Also wenn es stimmt, dass es sehr tief verwurzelte kulturell und auch beim Einzelnen unbewusst und auch in Gruppen und so weiter tief verwurzelte innere Einstellungen zum eigenen, also ich sag mal zum eigenen anderen Geschlecht sind, weil es immer noch um diese duale Ordnung dabei geht, in diesem hierarchischen Modell dabei geht und die Selbstaufwertung und die Fremdabwertung. Wie bringen wir die Neigung zur Fremdabwertung, also im Prinzip ist die Frage ganz abstrakt gestellt so, wie bringen wir Menschen dazu, und das betrifft ja nicht nur die Geschlechterdifferenz und die Männlichkeit und die Reproduktion der männlichen Überlegenheit und Herrschaft, sondern das bezieht sich ja auf alle Bereiche von gesellschaftlichen Hierarchien und Unterdrückungsverhältnissen. Wie bringen wir Menschen dazu, Differenzen wahrzunehmen und Differenzen auch anzuerkennen, aber nicht fast reflexhaft und automatisch mit dieser Differenz Wahrnehmung sofort eine Selbstauf- und eine Fremdabwertung vorzunehmen. Das ist die große Aufgabe. Und das ist eine Aufgabe, die sozusagen einerseits auch natürlich weiterhin gesellschaftspolitisch in gleichstellungspolitischen Anstrengungen unternommen werden muss. Und dazu braucht es auch eine sicherlich moderne und abgewandelte, und da gibt es ja auch viele Facetten, in der sich das schon zeigt, so ein viel massiveres Auftreten sozusagen feministischer Entwicklung oder Strömung. Und also es braucht sozusagen, also man darf nie sagen, die Gesellschaft ist jetzt so weit, wir brauchen Feminismus nicht mehr, das wäre das Fatalste, was es da irgendwie gäbe. Das ist ganz wichtig, aber es geht noch um mehr. Es geht also ganz viel auch um Bildung, also um Erziehung und um das Lernen, aber was eben nicht mehr ist als nur ein Rollenlernen, also so die Übernahme von Rollenmustern, kognitiv, die dann irgendwie auch verlernt werden können,
sondern es geht darum, also wirklich, dass wir versuchen zu verhindern, dass es immer wieder diese konfektionierenden und manipulierenden Eingriffe in unsere Wahrnehmungsmuster gibt, sodass wir fast reflexhaft wahrnehmen, dann, wenn einer eine dunkle Hautfarbe hat, das ist jemand, der ist nicht so viel wert. Oder eine Frau, das ist eben eine Frau, und dann geht eben auch sozusagen Unbewusstsein so etwas ab. Und das ist etwas, was wir wissen, auch aus Studien und Untersuchungen wissen, dass auch bei denen, die inzwischen von ihrer Politisierung her und vom Bewusstsein her viel, viel weiter sind, also die queerpolitisch unterwegs sind und die nicht Judith Butler rauf und runter kennen und können, trotzdem in ihren privaten Lebensverhältnissen durchaus nicht einfach eins zu eins umsetzen können, weil das nicht so richtig gut funktioniert. Also da gibt es als Sperre immer noch innere Hemmungen, Widerstände und innere Gewohnheiten in Wahrnehmungsmustern, die dazu führen, dass es immer noch diese Binnenhierarchie gibt und diese hierarchische Wahrnehmungsmuster ein Stück weit gibt. Und das ist schwer, da glaube ich, da ist es ganz schwer, da wirklich dran zu kommen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, es daran zu arbeiten und versuchen, das in irgendeiner Weise zu beeinflussen und zu transformieren. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe auch von experimentellen Versuchen und auch Bildungsansätzen und so weiter. Aber es muss viel stärker eigentlich der Fokus genau darauf gerichtet werden, dass wir nicht wirklich eine gleichstellungspolitische Fortschritte erreichen, wenn es uns nicht gelingt, an diesem Punkt dieser Steuerung von Wahrnehmung und Wahrnehmungsmustern heranzukommen und zu lernen, dass wir Differenzen nicht leugnen. Also man soll ja nicht sagen, Frauen und Männer sind alle gleich, das ist ja Unsinn, und alle anderen Geschlechter auch sind alle gleich, gleichwertig, ja, aber sind nicht gleich, darum geht es nicht, sondern es geht darum, Differenzen auszuhalten. Also Differenzen auszuhalten und damit auch umgehen zu lernen, dass ein Ursprung dieses Widerstandes dagegen, Differenzen sofort in eine bestimmte Schiene, in Kisten zu packen und so weiter, nicht Differenzwahrnehmung, und sofort mit Bewertung zu versehen, dass das ein Selbstschutz dient und ein Stück weit etwas über einen selber aussagt und man bei sich selber selbstreflektiv nachforschen muss dabei, was eigentlich der eigene Anteil daran ist. Warum muss ich das machen? Warum brauche ich das für mich? Was ist das bei mir, was ich im Moment nicht aushalte und was ich jetzt jemand anders anhefte? Das haben wir im Rassismus genauso ähnlich wie im Sexismus auch. Warum brauche ich jemanden, den ich sozusagen für das Übel der Welt verantwortlich mache und wo ich glaube, wenn ich den bekämpfe, dass ich dann irgendwie Ruhe habe? Diese Ruhe wird nie zu erreichen sein, wenn man diesen Weg weitergeht, sondern das ist sozusagen eine Quelle, dass die Gewaltförmigkeit immer weiter aufrechterhalten bleibt, diese Spirale. Und sondern um diesen Teufelskreis sozusagen zu durchbrechen, müssen wir viel mehr versuchen, auch über uns selber nachzudenken und uns darüber damit auseinandersetzen, was eigentlich das Fremde an uns selbst ist, also warum wir uns selber so fremd geworden sind. Und da spielt die Frage nach der Geschlechtszugehörigkeit immer als eine schnelle soziale Einordnung, männlich, weiblich und dann immer ganz klar mit den Hierarchien, ist dann immer ein probates Mittel, um sich vor diesen Auseinandersetzungen und vor diesen Fragen und dieser Selbstreflexion dann auch zu schützen. Ich kann es leider nicht Ihnen richtig so probate Mittel an die Hand geben und sagen, was wir jetzt unbedingt machen müssen. Aber ich glaube, dass das die große grundsätzliche Aufgabe sind, wenn wir diesen Gesichtspunkt und diese Perspektive wirklich ernst nehmen. Also vielleicht politische Praxis und individuelle Übungen, ja. Reflexion, ganz ja. Kurz zusammengefasst. Ja. Und das über einen längeren Zeitraum. Ja. Auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall also irgendwie muss es möglich sein, diesen Anwachsen von Rassismus, den wir haben in der Gesellschaft, und dem immer wieder auftauchen und sporadisch auch immer wieder Anwachsen von Sexismus in verschiedenen Erscheinungsformen. Und das untrüglichste Zeichen ist, dass wir noch nicht mehr imstande sind, Sexismus richtig zu definieren und dass wir die extremsten Erscheinungsformen, und das ist sexuelle Übergriffigkeit und Gewalt, nicht imstande sind, wirklich zu stoppen. Das sind wir nicht, wenn wir sagen, das hat mit Sexismus und so weiter, hat das alles gar nichts zu tun. Sexismus ist vielleicht sogar ganz harmlos. Und dann schließt sich vielleicht der Kreis auch zu dieser Anfangsfrage nach den Diskursen über Krise, vorherrschenden Diskursen über Krise der Männlichkeit. Ein untrügliches Zeichen für den Mann in der Krise wird ja in den Sexismusdiskussionen, wenn sie immer mal wieder aufflammen und dann gehen sie ja irgendwann wieder ein.
Und es führt zu nichts Nachhaltigem, wie etwa 2013, die letzte große und auch jetzt die MeToo-Debatte hat noch nicht zu wirklich gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen geführt, dass dann immer gesagt wird zurzeit, für einen Mann ist es aber auch ganz schwierig, jetzt kann man gar kein Kompliment mehr machen und wir können doch nicht mal mehr flirten. Das ist nicht der Punkt, darum geht es nicht. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, der noch wichtig ist, was sich grundsätzlich ändern muss, nämlich eine Änderung der Sichtweise, dass Flirten nicht etwas mit sexueller Übergriffigkeit zu tun hat oder zu tun haben muss, sondern ein Flirt nur dann funktioniert, also ein wechselseitiges Spiel mit erotischen Elementen, mit Anspielungen und so weiter, dann Gesten, taktilen Reizen, nur funktioniert, wenn es auf der Ebene wechselseitiger Anerkennung zweier gleichberechtigter Subjekte funktioniert. Sonst funktioniert es nicht, sonst ist es Übergriff. Und das wird in den Diskussionen und immer sofort an den Tisch gekehrt und überhaupt nicht in den Mittelpunkt gerückt, wenn beklagt wird, der Mann ist so verunsichert jetzt durch die ganze Sexismusdiskussion und MeToo-Debatte, dass er noch nicht mal mehr anständig flirten darf und er darf keine Komplimente mehr Frauen machen. Das ist überhaupt nicht der Punkt.